So, hallo und herzlich willkommen vorm Wald, direkt vorm Wald, da ist er gleich. Ja. Thema heute, ich wollte ein bisschen rumphilosophieren und ich weiß nicht, was dabei rauskommt, aber es ist auch ein Thema, bei dem man nur rumphilosophieren kann. Ihr seid also herzlich eingeladen, das in den Kommentaren ebenfalls zu tun, wenn ihr da Bock drauf habt. Ist aber auch wirklich was ziemlich Philosophisches und man kann das letztendlich nicht wirklich abschließend naturwissenschaftlich, also zumindest aus meiner Sicht nicht abschließend, durch naturwissenschaftliche Methodik vollständig klären. Dafür gibt es ja dann auch noch die Geisteswissenschaften und auch wenn ich eher Naturwissenschaftler als Geisteswissenschaftler bin, würde ich niemals diese als eben unnötig ansehen, weil für solche Fragestellungen dann auf jeden Fall wichtig. Nämlich, ist die Natur unnötig grausam? Ich habe behauptet, sie sei es nicht. Und dann kamen ein paar Kommentare, sie sei es möglicherweise doch. Und ja, das ist tatsächlich ein Punkt, wo man sehr schön drüber nachdenken kann. Zunächst mal, wenn man sich so überlegt, jetzt so im heimischen Wald, gibt es da irgendwelche Dinge, die im Ökosystem so ablaufen, die grausam und das unnötig sind, da fällt mir bei uns im heimischen Wald jetzt spontan erstmal nichts ein. Ja? Wenn man dann ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann kann man vielleicht darauf kommen, dass eine Katze, eine Wildkatze, damit wir bei Wildtieren bleiben, ja, wenn die eine Maus fängt, dann wird auch eine Wildkatze wahrscheinlich ähnlich wie das eine Hauskatze tut, möglicherweise mit ihrer Beute ein bisschen spielen und die ein bisschen hin und her, Pfote, Pfote, tusch, 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 und dabei dem Tier auch Verletzungen zufügen und dass die Maus dabei nicht besonders viel Spaß hat, versteht sich von selbst und so weiter. Sowas wird dann hin und wieder mal passieren. Und das sieht jetzt im ersten Moment für uns sicherlich grausam aus. So, jetzt kann man aus biologischer Sicht das Ganze relativ einfach damit erklären, dass das ein angelerntes Verhalten bzw. auch ein genetisch fixiertes Verhalten, das machen auch Katzen, die dazu nicht ausgebildet worden sind von ihrer Mutter, von Katzen eben nun mal ist, dass sie trainingstechnisch ihre Reflexe trainieren und das ist eine Tatsache, dass auch Tiere eben Reflexe wie wir sehr gut ausgebildet haben können, wenn sie ständig benutzen und dass diese abnehmen und weniger leistungsfähig sind, wenn sie nicht oft benutzen. Angeborene Präferenzen gibt es immer, aber Training ist ein Faktor, der eben auch für Wildtiere, für sämtliche höher entwickelten, mindestens Säugetiere, ist Training ein Thema. Das muss erst gelernt werden. Das kann man auch schön sehen an dem Beispiel von dem Raben, der die Nuss auf die Straße wirft, damit das Auto drüber fährt und der hinterher die geknackten Überreste einsammeln kann. Sowas ist nicht angeboren, das ist erlernt. Die lernen das nach und nach. Sie gucken sich vielleicht bei einem Artgenossen ab, aber es ist tatsächlich ein Lernvorgang. Also wenn wir uns sehr intelligente Tiere anschauen, dann können wir da ganz klar sowas feststellen. Und selbst nicht besonders intelligente Tiere wie ein Reh sind in der Lage, also die gelten jetzt nicht als super schlau, sind auch nicht die dümmsten, aber selbst die sind in der Lage herauszufinden, dass der Typ, der mit einem Stock auf sie zielt, möglicherweise der Jäger sein könnte und derjenige, der lärmend durch den Wald läuft, wahrscheinlich nur der übliche Tourist, der harmlos ist. Ja. Aber zurück zu eben der Frage, warum macht die Katze das? Man kann das also jetzt aus rein biologischer Sicht einfach als Training sehen, dass die Katze entweder gelernt hat, dass sie dabei was lernt, wenn sie mit der Maus spielt, bevor sie sie frisst, dass sie eben bestimmte Techniken, bestimmte Reflexe, den Umgang mit Beutetieren, die sich üblicherweise so verhalten, wie sich üblicherweise ihre Beutetiere nun mal verhalten, über ihr Beutetier hierbei was lernen kann, wenn sie eben dieses Beutetier vorher studiert, in gewisser Weise, wenn man es jetzt mal so nennen möchte. Das heißt, es ist also ein Prozess, der vielleicht grausam sein mag, aus unserer Sicht. Ja? Aber in jedem Fall trifft auf ihn das Gleiche zu wie bei allen anderen Sachen in der Natur, die durch Evolution entstanden sind. Es dient einem gewissen Nutzen. Und dieser Nutzen ist letztendlich, das jeweilige Individuum, das etwas tut, besser darauf vorzubereiten, zu überleben. Heißt, eine Katze, die, beziehungsweise es gab früher vielleicht mal zwei Sorten von Katzen. Die eine Katze, die Mäuse killt und frisst.
Und die andere Sorte Katze, die Maus fängt und wenn sie es die Gelegenheit ergibt, mit der Maus eben noch spielt, ihre Reflexe trainiert, etwas über das Verhalten von Mäusen lernt, über die Fortbewegungsmöglichkeiten ihrer bevorzugten Beutetiere und so weiter und so weiter und dadurch Erkenntnisse zieht. So, und jetzt ist, nehmen wir eine lange Zeitperiode und die Katze, die die Maus immer direkt sofort frisst, hat nie gelernt, wie sich ihr Beutetier, ihr bevorzugtes Beutetier eigentlich so großartig verhält, bis sie es fängt halt eben. Das hat sie vielleicht schon gelernt, aber in dem Moment, wo sie drauf zustürmt und wo das anfängt zu flüchten, weiß sie nicht, wie das die Flucht weitergeht, weil sie das nie so groß beobachtet hat und da nie was zu gelernt hat. Ja? Und diese Katze fängt dadurch, dass ihr dieses Wissen fehlt, möglicherweise weniger Mäuse als die Katze, die halt häufiger mit ihrer Beute gespielt hat. Flugzeug abwarten. Der Evolutionsbiologe sieht hier also jetzt einen klaren Vorteil darin, warum die Katze das tut. Also einen klaren Vorteil für die Überlebensfähigkeit der Katze, die grausam mit der Maus spielt. Ja? So. Soweit würde der Biologe eben an die Sache rangehen. Ich möchte mich dem auch anschließen. Ich sehe das ähnlich. Das ist ganz klar, dass die Katze dabei eben Vorteile für ihre Fähigkeit, Mäuse zu fangen und den Umgang mit Mäusen, sprich ihre Hauptbeute, dabei erlernen kann. Also ist das sinnvolle Grausamkeit irgendwo. Und jetzt ist noch die große Frage. Empfindet die Maus Schmerz? Ja, mit Sicherheit. Ja, kann eine Maus wirklich leiden in Form von Schmerzen, über Schmerzrezeptoren in irgendeiner Form wahrnehmen? Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Weil das Nervensystem einer Maus mag nicht ganz so ausgeprägt sein wie unseres, aber sowas wie Schmerz haben die mit Sicherheit. Das ist auch ein Säugetier. Das haben alle Säugetiere gemeinsam, dass sie sowas wie Schmerz empfinden können. Mindestens sowas wie, vielleicht auch einfach genau dasselbe wie wir. Sie können in Panik geraten, sie können Angst in dem Sinne bekommen, dass sie bestimmte Handlungen nicht durchführen, weil sie davor eben Angst haben als Schutzreflex. Angst hat ja durchaus ihre Berechtigung. Wenn du Angst hast, davor irgendwo eine sauhohe Klippe runterzuspringen, dann ist das berechtigt, weil das würde dich voraussichtlich umbringen. Daher wäre es keine gute Idee, darunter zu springen. Und da ist es dann nicht verkehrt, wenn wir unserem ach so freien Gehirn, das alle möglichen Entscheidungen treffen kann, vielleicht noch ein paar biologische Grenzen mit auf den Weg gegeben bekommen haben durch ja, Evolution letztendlich, wenn man jetzt nicht anfangen möchte, religiös zu werden. Ne? Das wäre jetzt das andere Ding, was da als mögliche Erklärung die Sache herangenommen werden könnte. Aber da ich ja nun mal eher aus dem Bereich der Naturwissenschaften komme, würde ich jetzt die Variante des übernatürlich-göttlichen, was auch, wie auch immer man das nennen möchte, jetzt mal außen vor lassen wollen. Ne? Wer das gerne als Erklärungsansatz verwenden möchte, darf das selbstverständlich gern. Nächster Punkt. Grausam. Ja? Grausam. Wer ist denn überhaupt da, der beurteilt, was grausam ist? Dass die Maus Schmerzen empfindet und die Katze dabei einen Lerneffekt durchmacht und das nur zum Vorteil der Katze und in keinster Weise in irgendeiner Form zum Vorteil der Maus geschieht, ist das jetzt grausam? Da könnte man sicherlich der Meinung sein, ja. Ja? Aber jetzt müssen wir uns nochmal die Frage stellen, abgesehen davon, dass wir jetzt nebendran stehen und das beobachten und uns dazu jetzt mit unserem Homo sapiens Hirn in irgendeiner Form eine Meinung, ob wir das gut oder schlecht finden, einfallen lassen, dürfen wir vielleicht davon ausgehen, dass weder die Katze das Gefühl hat, dass das, was sie da tut, jetzt irgendwie falsch ist, noch dass die Maus nennenswert in der Lage ist, zu erkennen, dass ihr gerade eine große Grausamkeit und Ungerechtigkeit widerfährt. So, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass beide Tiere nicht in der Lage sind, die Richtigkeit oder Falschheit ihres Tuns zu analysieren, ist dann überhaupt ein richtig oder falsch da anwendbar? Und das ist jetzt der Punkt, weshalb ich gesagt habe, das Ganze ist eine hochgradig philosophische Frage. Gibt es Grausamkeit in der Natur oder gibt es die nicht? Oder beziehungsweise unnötige Grausamkeit. Aus unserer Sicht gibt es Grausamkeit mit Sicherheit. Da gibt es also gerade bei intelligenteren Tierarten, sprich Raubtiere, die sind alle relativ intelligent, oder dann die hochintelligenten Tierarten, wie zum Beispiel auch Delfine, die ganz böse mit ihrer Beute teilweise spielen und
und die quälen und so weiter. Aber auch da kann man ganz klar als Biologe wieder den Zusammenhang sehen, dass das Training ist für die Jagd in der Gruppe auf eben diese spezifische Beute und dass die dabei lernen, wie verhält sich diese Beute, wie können wir zusammenarbeiten, um diese Beute entsprechend zu erlegen, zu quälen, kurz wieder entkommen zu lassen, wie weit dürfen wir die Beute entkommen lassen, bis sie tatsächlich entkommt. Da ist also ganz viel Lernverhalten dabei, was dann aus dem Lerneffekt heraus eben den Delfinen dann wiederum dabei hilft, besser ja, am Leben zu bleiben und besser Beute zu erbeuten und so weiter. Und wenn es was gibt, was wir Mücke killen, entsprechend sagen können, was der Sinn des Lebens ist, sofern er auf alle anderen Organismen wie auf uns selber zutrifft. Der ein oder andere von uns wird das auch bei sich selbst vielleicht als Sinn des Lebens erachten, besteht es darin, zumindest wenn wir uns jetzt Pflanzen angucken oder die meisten Tiere angucken, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, alle Tiere angucken und sicherlich auch bei den Pilzen ähnlich, selbst so lange am Leben bleiben, damit Reproduktion möglich ist. Das ist so das, was eigentlich alle anderen Organismen außer uns primär so treiben. Die sehr hochentwickelten haben dann teilweise, das ist zumindest meine Auffassung, auch manchmal sowas wie Freizeit. Kann man sich zum Beispiel bei Krähen angucken, wie viel Zeit des Tages die mit Socializing mit anderen Krähen verbringen, wie viel sie sinnlos um ihre Nester rumfliegen, weil sie es können, und wie viel sie sinnlos irgendwo rumhocken und nichts tun und irgendwas beobachten, dabei möglicherweise was lernen, möglicherweise Energie sparen. Und auch bei sowas, auch wenn es so aussieht, als hätten die gerade tatsächlich Freizeit, kann man dann eben wieder Rückschlüsse ziehen, wenn man das dann möchte, mit analytischem Denken, dass das, was dieses Tier hier gerade tut, jetzt vielleicht für uns wie Freizeit aussieht, aber auch ein gewisses Level an möglicherweise auch Spaß. Gerade bei Vögeln kann man sich sehr häufig fragen, ob die nicht auch einfach Spaß haben am Rumfliegen, wenn sie nämlich rumfliegen, ohne so auszusehen, als würden sie gerade irgendwas Essbares suchen. Vielleicht macht es ja wirklich Spaß. Ich könnte es mir vorstellen, dass Fliegen bestimmt ziemlich lustig ist, wenn man das kann, so aus eigener Körperkraft raus. Ja, aber auch das wissen wir letztendlich nicht, ob das Spaß macht oder nicht. Es gab da schon so ein paar Forschungsansätze, haben Tiere ein Spaßempfinden? Man ist da noch nicht wirklich dazu gekommen, ja, das so hundertprozentig, aber es sieht manchmal so aus. Also wenn wir uns gerade nochmal die Delfine angucken, die zum Teil auch tatsächlich einfach mehr Sex haben als notwendig. Und auch dann, wenn es gerade zur Reproduktion überhaupt keinen Sinn ergibt, haben sie es trotzdem. Warum? Möglicherweise, weil es Spaß macht. Möglicherweise, weil es, man kann das auch biochemisch die Frage stellen, weil es irgendwelche Stresshormone abbaut. Stresshormone haben nicht nur wir, das haben auch fast alle Tiere. Die haben in jeder Fall auch, viele Tiere haben auch Adrenalin, ähnlich wie wir. Das heißt, wenn du in einer gefährlichen Situation bist, dass du dann höhere Leistung abrufen kannst, körperliche Leistung und diverse andere Hormone, die eben unter Stress, sprich einer möglicherweise gefährlichen, jetzt die volle Aufmerksamkeit erfordernden Situation freigesetzt werden und solche Sachen. Ja, also man kann das schon wirklich alles auf ein biochemisches, mechanisches Niveau runterbrechen, aber das kann man auch bei den meisten Handlungen von uns. Dass wir uns ineinander verlieben beispielsweise, das lässt sich auch auf biochemischer Ebene ausdrücken, und auch da kann man als Evolutionsbiologe oder Verhaltensforscher aus der Biologie das Ganze auch so interpretieren, dass Liebe dafür da ist, dass das Paar halt eher zusammenbleibt, damit dann eine höhere Chance besteht, dass sie sich besser um den Nachwuchs kümmern und die Reproduktions- bzw. die Fortpflanzungserfolgsrate höher ist, wenn die als Team, also Männlein und Weiblein als Team, besser zusammenarbeiten. Also das lässt sich auch völlig ohne jede Romantik rein auf evolutionärer Sicht so ausdrücken, dass Verliebtsein halt eben nun mal effizient ist. Man kann dann sogar so weit gehen, dass dieses Verliebtsein, also dieses wirklich dieses Schmetterlinge im Bauchgefühl und so weiter und so fort Gedönse, ja mit der Zeit automatisch nachlässt. Ich denke, das ist kein Geheimnis, dass das irgendwann vielleicht nicht mehr so ausgeprägt ist und eher in tiefes Vertrauen und so ein Zeugs übergeht. Nicht, dass ich da ein Experte für wäre. Aber
ist auch damit zu erklären, dass wir als Homo sapiens mit einer langen Lebenserwartung eigentlich nicht biologisch auf Monogamie ausgelegt sind. Na? Also da gibt es auch so interessante Ansätze von Leuten, die eben auch gerade das dadurch feststellen wollen, dass dieses Verliebtsein in dem Sinne nur x Monate anhält, idealerweise so lange, wie es halt eben dauert, wie es sinnvoll ist, dass der Mann irgendwie die schwangere Frau mitversorgt, weil die halt nicht mehr so gut Nüsschen sammeln und Rehe jagen und sonstiges kann und dann irgendwann auch wieder nachlässt, wenn es nicht mehr so notwendig ist, weil sie jetzt wieder selber kann. Zwar mit dem Nachwuchs auf dem Rücken oder sonst wie, aber mit der anderen Hand ein Speer. Da gibt es so interessante Ansätze. Also wenn man in diese Richtung, ich sage ja nicht, dass das so ist, gar nicht. Ne? Aber wenn man in diese Richtung geht, dann findet man da schon ganz vieles. Was also auch viele unserer typischen Verhaltensweisen, die man jetzt eher auf das Menschsein, auf diese seltsame Komponente, die uns von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten unterscheidet, runterbrechen kann. Selbst dafür gibt es zum Teil biologische Erklärungen. Ja? Und wenn wir jetzt rein diese biologischen Erklärungen eben nehmen, dann können wir wahrscheinlich sämtliche Grausamkeiten im Tierreich schon irgendwo darauf unterbrechen, dass das irgendeinen Sinn erfüllt. Und daher würde ich schon weiterhin bei meiner Aussage bleiben, dass es unnötige Grausamkeit, also eine, die jetzt wirklich zu nichts da ist, außer grausam zu sein letztendlich, so in der Natur, im Tierreich, bei den Pflanzen oder sonst wie, so nicht gibt. Ja? Ein interessanter Kommentar war auch noch dabei, als eben diese Diskussion losgegangen ist in den Kommentaren. Da meinte jemand, ja, gibt es schon, weil zum Beispiel jemand, der vom Blitz getroffen wurde, der hat dann irgendwie noch ewig lange Schmerzen von irgendwelchen Nerven, die dann noch total lange wehtun. Und das erfüllt ja dann keinen Zweck mehr, dass diese Nerven noch wehtun. Also wenn wir uns jetzt klar machen, dass wir, grob gesagt, das ist ja auch ein Thema, was man super lange ausbauen könnte, dass wir Schmerz runterbrechen auf die Funktion, uns zu sagen, dass diese Bewegung, die jetzt gerade wehtut, wir besser nicht machen sollten. Also unser Körper sagt uns irgendwo, lieber Verstand, liebe Schaltzentrale, die entscheidet, ob du links oder rechts rumgehst. Wenn du rechts rumgehst, dann nimm aber bitte dein Knie ein bisschen höher, weil sonst tut's Knie weh. Ja, weil da irgendwas im Knie kaputt ist, zum Beispiel. Das wissen wir alle, wer schon mal irgendeinen kaputten Fuß, Bein, Arm, sonst was hatte, der macht bestimmte Bewegungen nicht, weil die halt wehtun und andere Bewegungen eher, weil die weniger wehtun. Normalerweise bei hundertprozentigen Funktionieren aller Systeme, die eben über den Schmerz uns sagen sollen, welche Bewegungen wir jetzt gerade besser nicht machen, weil das Gelenk gerade in diesem Bereich geschädigt ist und in dem anderen nicht, dient das dem Zwecke, dass eine Verletzung schneller heilt, wenn wir halt eben bestimmte dumme Bewegungen sein lassen. Ja? Also das hat, Schmerz hat per se erstmal einen Sinn. Ja? Das heißt, die Steuerung in der Entwicklung der Natur, also die Evolution weitestgehend, die hat da schon erstmal einen Sinn dahinter gesehen, dass es für sich bewegende Organismen, sich schnell und viel bewegende Organismen, wie eben ein Tier, Sinn machen kann, gerade bei den hochentwickelten Tieren, dass die quasi durch einen Reiz, Schmerz, gesagt bekommen von eben ihrem biologischen System, dass bestimmte Dinge zu tun jetzt gerade blöd, ja, weil tut weh. Und das heißt, damit die Verletzung oder was auch immer heilen kann, oder du bist jetzt den ganzen Tag rumgelaufen und hast jetzt bolle Muskelkater, soll dir sagen, ja, dann ruh dich halt mal wieder ein bisschen aus. Ja. Du kannst nicht ewig weiterlaufen, irgendwann ist Schluss. Und Ermüdung und. Ja, das hat alles einen Sinn, das hat alles einen Zweck. Jetzt heißt das aber nicht, dass so ein System, das aus der Natur stammt und so per se jetzt erstmal nicht unnötig grausam ist, nicht auch mal kaputt sein kann. Ja? Also das Vorhandensein von Fehlern ist ja nochmal ganz was anderes. Und ein Fehler, dass es Fehler gibt, dass die vorkommen, das mag uns vielleicht grausam erscheinen, aber das ist ja gerade die Triebfeder von der Evolution, ja? Auf gut Deutsch, jemand wird vom Blitz getroffen
und hat jetzt sinnloserweise die ganze Zeit Schmerzen in sämtlichen Nerven, die halt jetzt die ganze Zeit wehtun von mir aus. Ja, selbst nachdem er wieder geheilt ist, keine Verbrennungen mehr hat, keine sonstigen äußeren Gebrechen oder jemand, der Phantomschmerzen hat oder sonstige komische Schmerzen, die man nicht erklären kann, also irgendwelche Schmerzpatienten ohne eine konkrete Ursache für den Schmerz, dann macht der Schmerz in diesem Sinn wahrscheinlich ja keinen Sinn irgendwo. Ja? Also der hilft dir jetzt nicht weiter, der sagt dir jetzt nicht, tu dies oder das oder sel oder jenes, machst du gefälligst nicht, sondern der ist tatsächlich jetzt relativ nutzlos. Sogar quälend, wenn man halt eben noch eine Wertungskomponente in die Betrachtung einbauen möchte. So, und da kann man sich jetzt also ganz schon ein bisschen fragen, ja, ist das jetzt nicht unnötig grausam von der Natur, dass es solche Schmerzen gibt? Aber ich würde es eher als, ja, das System funktioniert halt an dieser Stelle nicht interpretieren. Ja, da ist was kaputt. Und das, was kaputt ist, dass Fehler passieren, habe ich ja schon gesagt, das ist ja das Essentielle eben an der Funktionsweise der ganzen Evolution, wie sich sowas entwickelt. Nämlich, angenommen, diverse Leute haben halt eben so einen Phantomschmerz und dann kann sich eben auch herauskristallisieren, das ist jetzt natürlich grausam und klingt erstmal unmenschlich und so weiter, aber aus einer rein ohne Wertung das Ganze wissenschaftlich betrachtender Sicht, können wir eine Gruppe von 10 Personen, die alle haben irgendwelche sinnlosen Schmerzen. Und bei diesen 10 Personen knüpfen sich 9 meinetwegen am nächsten Baum auf, weil sie es nicht mehr ertragen können. Und ein 10. hat irgendwas, das ihn so hart sein lässt, dass er jetzt losgeht und 10 Kinder zeugt von mir aus. Oder 10 Kinder bekommt, weil es eine Frau ist. Das geht natürlich selbstverständlich auch. Ja? Und dann hätten wir schon auch da wieder auf jetzt eine ziemlich ethisch-moralisch fragwürdige Art und Weise eine gewisse Funktionsweise der Evolution rausgesehen. Ja, selbst bei nicht funktionierendes Systems setzt sich letztendlich bei kaputtem System, bei nicht funktionieren von Nerven, von durch die Evolution entstandenen Körperfunktionen, setzt sich trotzdem möglicherweise einer durch, der damit klarkommt. Und der hat vielleicht zum Beispiel eine genetische Anpassung, nämlich weniger Schmerzempfinden oder eine höhere Toleranz gegen starke Belastungen, die keinen Sinn ergeben, und kann diese Anpassung genetischer Art dann an seine Nachkommen weitergeben, und die nächste Generation hat vielleicht dann eben auch dieses Gen, dass sollten sie eine schwere Nervenschädigung ertragen müssen, sie damit besser klarkommen als eben andere. Und auch da ist dann wieder eben letztendlich eine Verbesserung in Anführungszeichen durch bei Auftreten eines Fehlers kommen manche weiter und manche nicht feststellbar. Und das ist Evolution letztendlich. Das mag grausam sein, das ist es sicherlich, wenn man da ethisch-moralisch auf die Sache drauf guckt. Und ich mag auch keine chronischen Schmerzen haben, aber rein nüchtern, ohne Wertung, ohne Mitleid, ohne ja letztendlich Gefühl, kann man auch das als Evolution runterbrechen. Also würde ich da schon auch nicht von Nutzlosigkeit oder unnötiger Grausamkeit sprechen wollen. Das ist zumindest meine Meinung. Ja? Für das Individuum kacke, natürlich. Ja? Aber auch das ist eben so ein häufiges Prozedere, was man, je länger man über die natürlichen Prozesse auf diesem Planeten so nachdenkt, immer mal wieder feststellt. Es gibt ganz viele Dinge, die für das Individuum unter Umständen kacke sind. Oder gerade auch Baum zu sein, ist halt scheiße. Ja? Du keimst da hinten und ein paar Monate später bist du zu 99,9999% tot. Ja? Aber du bist trotzdem halt mal gekeimt und du versuchst es trotzdem als Baum, ja, weil das machen sie halt so. Weil Pflanzen eben in dieser Hinsicht, ich sage ja immer, Pflanzen sind Optimisten, sie haben halt einfach gar nicht die Möglichkeit, beziehungsweise nicht diese Form der Wahrnehmung, sie haben eine Wahrnehmung, ja, aber nicht diese Form der Wahrnehmung, dass die jetzt da keimen und yay, hier bin ich, let's go. Oh scheiße, kein Licht, nichts zu fressen, kein Wasser, na gut, dann sterbe ich halt mal. Ja, so nehmen die Welt einfach nicht wahr. Das machen nur wir. Ja? Jetzt kann man sich aber doch vielleicht, um jetzt doch nochmal ein bisschen Richtung, vielleicht gibt es doch unnötige Grausamkeit, beziehungsweise, ja, vielleicht bei den Tieren, die so intelligent sind, dass sie den sogenannten Spiegeltest bestehen. Das heißt, die Tiere sind in der Lage, sich selbst im Spiegel zu erkennen und rennen nicht dagegen und denken, oh, da ist ein anderes Reh,
Katze, Hund, was auch immer. Wobei Katzen und Hunde, nee, die raffen das meistens nicht. Die sind dann etwas verwirrt, aber sie können nicht wirklich feststellen, dass sie das sind. Das sehen wir bei zum Beispiel Menschenaffen. Delfine können das meines Wissens auch. Wenn du denen irgendwie eine Banane auf die Backe klebst, dann sehen sie das im Spiegel, kapieren, das bin ich in gespiegelter Form, nehmen die Banane von der Backe und kapieren, dass sie das sind und versuchen nicht dem Gegenüber im Spiegel die Banane von der Backe zu nehmen. Das ist natürlich ein blödes Beispiel, ja. Aber sie können wirklich aus der im Spiegel, das ist die Spiegelung von mir und ich selbst bin das da. Ja? Das heißt, sie haben eine Selbstwahrnehmung. In dem Sinn, dass ja, die Kopie von ihnen selbst sie sind, ne? Schwer zu beschreiben. Das ist also was, wo ich auch, ich bin ja kein Evolutionsbiologe, aber das ist schon so die höchste Intelligenzleistung und man nimmt den Spiegeltest gerne eben, um eben zu unterscheiden zwischen hochintelligenten, nicht Mensch-Lebewesen und eben denen, die zwar auch sehr klug sein können und sehr schlau und sehr lernfähig, aber nicht so intelligent, dass sie sich selbst im Spiegel erkennen. Das ist so die wesentliche Grenze, die man halt mal irgendwann festgelegt hat und das macht auch durchaus Sinn. So, und wenn jetzt also Lebewesen zur Selbsterkenntnis bis zum gewissen Grad in der Lage sind und dann Dinge tun, die grausam sind, dann kann man sich jetzt wunderbar kloppen, ob man solchen Lebewesen schon eine Pflicht zur Moral, also zur Unterscheidung zwischen richtig und falsch, weil das eine ist gut und das andere ist schlecht, ob man denen sowas schon zutrauen darf oder eben nicht. Ja, und da wird es dann wirklich sehr, sehr philosophisch. Ich persönlich bin der Meinung, nee, darf man nicht. Vielleicht aber doch, ja. Und da bin ich jetzt auch nicht Philosoph genug, um dann in solche wirklich total abgefahrenen Gedankenexperimente einzutauchen und dann irgendwelche Platons und Diogeneses und Sokrateses aus dem Hut zu zaubern, die einem dann bei sowas weiterhelfen können. Aber spannend ist das schon. Ja? Also wenn man auf sowas steht, meine Frau kann das ja überhaupt nicht leiden. Solche fruchtlosen philosophischen Diskussionen, die im Grunde vollkommen nutzlos sind, ja, irgendwo. So, warum überhaupt die ganze Diskussion? Weil man davon ausgeht, jedenfalls viele Teile in der Botanik, dass Bäume deswegen schon allein deswegen kein Schmerzempfinden haben können, dass Schmerzempfinden für Pflanzen vollkommen nutzlos wäre. Weil, wenn man an da hinten an der Rinde kratzt. So, jetzt hat der Baum Schmerzen. Und der hat die jetzt logischerweise, so wie wir, so lange, bis die entsprechende Verletzung geheilt ist. Bei uns hat der Schmerz jetzt den Effekt, dass wir nicht anfangen, an der Wunde rumzukratzen, weil das tut noch mehr weh, zum Beispiel. Oder der Schmerz hat eben, wie gesagt, im Gelenk den Effekt, dass wir nicht diesen hier machen, sondern nur noch diesen hier. Ja, weil das eine tut weh und das andere nicht und so weiter. Aber welchen Effekt soll das bei einem Baum haben? Wozu soll das gut sein? Tatsächlich wäre hier ein Schmerzempfinden, also wirklich als ein negativ wahrgenommenes Gefühl sozusagen bei einem Baum nach einer Verletzung, die er nur mit Geschwindigkeit X heilen kann und keinerlei Möglichkeit hat, da noch irgendwas anderes zu tun, als sie mit Geschwindigkeit X zu heilen. Es werden auch ohne Schmerzen sofort in den anliegenden Zellen entsprechende Abwehrstoffe mobilisiert. Es gibt eine Hormonantwort, die eben dazu führt, dass zum Beispiel Harz aus der Wunde austritt, wenn es jetzt ein Nadelbaum wäre, damit Abwehrschritte eingeleitet werden. Bäume nehmen, also auch Pflanzen generell, nehmen eine Verletzung wahr. Die wird in dem Sinne registriert, dass da eine Verletzung aufgetreten ist und es gibt eine Reaktion in der langsamen Antwortgeschwindigkeit, die eine Pflanze nun mal hat und die sie auch nur in langsam braucht. Hätte sie ein superschnelles Nervensystem, heißt, du haust dir den Zeh an und eine Sekunde später oder eine halbe Sekunde oder wie lange das auch immer dauert, tut er weh. Ja? Was bringt das einem Baum? Erstens mal, wenn er jetzt irgendwelche Stoffe da einlagern möchte, an der Stelle, wo er jetzt Schmerzen hat, dann brauchen die möglicherweise ein paar Stunden, bis die angekommen sind. Daran kann er nichts ändern. Es gibt keinen schnelleren Mechanismus, dass die ankommen. Das heißt, daran ändert auch ein akuter Schmerz an der Stelle, wo die Verletzung aufgetreten ist, nichts. Und wenn es eine große Verletzung ist, dann dauert das 100 Jahre, bis diese dann irgendwann wieder zugewachsen ist. Und dann hat der Baum, ohne da irgendwas dran ändern zu können, 100 Jahre lang sinnlos,
ohne dass es irgendeinen physiologischen Nutzen hätte, an dieser Stelle Schmerzen. So, und das würde ich dann tatsächlich als völlig unsinnige Grausamkeit bezeichnen wollen, weil es keinerlei bemerkbaren Nutzen einer negativen Emotion, sofern Pflanzen überhaupt dazu in der Lage sind. Das darf man auch sehr bezweifeln. Jedenfalls nicht das, was wir darunter verstehen. Das hätte überhaupt keinen Effekt. Und warum soll etwas, das keinerlei Effekt hat und für nichts gut ist, evolutionären Vorteil gewesen sein und sich durchgesetzt haben? Das gibt es auch in sonstigen keinem anderen Bereich. Also warum hat ein Fuchs keinen Heckspoiler? Ja, weil er keinen Heckspoiler braucht. Hätte er einen Heckspoiler, wäre der Heckspoiler bestenfalls nutzlos und im schlimmsten Fall dauernd im Weg, weil man damit in den Ästen hängen bleibt und solche Späße. Ja? Es macht einfach keinen Sinn, das, was da ist, das, was sich über Jahrmillionen entwickelt hat, in der großen, großen, riesigen Funktionsfähigkeit eines natürlichen Ökosystems mit allen Insassen und Insassinnen und sonst was, was da los ist, ja, dass das alles so perfekt ineinander greift, funktioniert genau deswegen so perfekt und wirkt auf uns so perfekt und damit auch so harmonisch, weshalb wir so ein intaktes Ökosystem also toll empfinden. Weil eben das tatsächlich auch so ist. Alles, was da drin passiert, jedes noch so kleine bisschen, hat in irgendeiner Funktion und irgendeiner Art und Weise einen Nutzen. Also man kann ohnehin gar nichts Unnötiges in der Natur finden. Ja, es gibt ein paar Bereiche, wo wir zum Teil noch glauben, das sei möglicherweise unnötig. Und je mehr wir lernen, teilweise ist es auch ein Mangel an Wissen schlicht und ergreifend, dann entdecken wir doch irgendwann, wozu das gut sein soll. Ja, ein Beispiel sind Bereiche auf der DNA, die jetzt nach dem damaligen Verständnis der Genetik für nichts kodieren. Ja? Also die meisten Bereiche oder viele Bereiche, je nach Organismus, auf der DNA kodieren für irgendein Protein, das macht dann irgendwas. Ja? Irgendwas Sinnvolles meistens. Es gibt aber auch Bereiche auf der DNA, die kodieren nicht für irgendein Protein. Jedenfalls hat es den Anschein, als würden sie das nicht tun. So, und da hat man ganz am Anfang der Genetik gedacht, ja, dann sind die nutzlos. Dann haben aber ganz viele Biologen, also Biologen unter den Genetikern, Genetiker sind ja meistens Biologen, letztendlich ist das auch Biologie, klar, wobei da auch viele Quereinsteiger reingehen können, die halt eben jetzt mit Biologie gar nicht so sehr den Bezug haben, aber lassen wir das, haben dann gemeint, das kann eigentlich nicht sein, weil das wäre ja völlige Materialverschwendung. DNA ist teuer. DNA besteht aus Eiweiß größtenteils und das Zeug ist nur begrenzt verfügbar. Da ist dann noch viel Magnesium drin und solche Späße. Das ist auch nur begrenzt verfügbar. Das sind alles kostbare Ressourcen. Wenn das wäre nicht passiert, ja, der erste Organismus, der auf die innerhalb, also das erste Exemplar von Rotkehlchen meinetwegen, das auf die Idee gekommen wäre, verkürzte DNA zu verwenden, wo die Stellen, auf denen nichts draufsteht, die nutzlos sind, nicht drauf sind, wäre viel effizienter gewesen in der Zellteilung, wäre schneller gewachsen, hätte sich schneller regeneriert nach Verletzungen, hätte längeres Lebenserwartung gehabt wegen weniger Zellteilung notwendig und. Weniger DNA heißt auch weniger Fehler, die auf der DNA oder beim Kopieren der DNA passieren können und. Es macht also überhaupt keinen Sinn, nutzlose DNA mit sich herumzutragen. Das ist nur ein Nachteil. Das heißt, die muss irgendeine Funktion haben. Gerade bei Waldbäumen haben wir nämlich dieses Phänomen, die haben riesige Genome, gigantische Mengen von DNA und brauchen davon nur einen kleinen Teil. Aber inzwischen darf man, es ist noch nicht bewiesen, aber man darf vielleicht von ausgehen. Ich persönlich denke, das ist ziemlich sicher so, aber kann man sich natürlich streiten, wie bei vielen in der Wissenschaft. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das einfach daran geschuldet ist, dass nur Waldbäume solche gigantischen DNA-Klumpen haben, weil die so unendlich alt werden. Ja, und sie können nicht weglaufen. Heißt, die müssen für alles, was ihnen in den nächsten paar tausend Jahren im schlimmsten Fall passieren kann, müssen die irgendeine Antwort auf ihre DNA haben. Weil die haben auch kein Gehirn.
Ja, das muss, das Einzige, was beim Baum als Schaltzentrale für Antworten, für alles, was im Laufe eines Baumlebens so passieren kann, fungieren kann, nach dem aktuellen Kenntnisstand, ist direkt die DNA in jeder einzelnen Zelle. Und deswegen kann eine Pflanze auch mit jeder einzelnen Zelle in jedem einzelnen Teil der Pflanze das gleiche Wissen, die gleiche Reaktionsfähigkeit abrufen wie überall. Ja, und damit macht das auch ein zentrales Nervensystem in einer Pflanze vollkommen unnötig, weil was soll das? Dann muss nicht eine zentrale Schaltstelle sein, sondern das Wissen über die richtige Entscheidung ist in jeder einzelnen Zelle sozusagen schon eingelagert. Deswegen haben die trotzdem unterschiedliche Funktionen und so weiter. Aber ja, und eben weil wir bisher noch kein einziges Beispiel für irgendwas, was Ressourcen verbraucht, aber sinnlos ist, gefunden haben, gehe ich auch davon aus, dass es das schlicht und ergreifend nicht gibt. Und damit gibt es auch keine sinnlose Grausamkeit, die nicht zu irgendwas gut gewesen wäre in der Vergangenheit. Und Grausamkeit, wie gesagt, es muss ein Homo sapiens, Stand heute, jedenfalls haben wir noch kein anderes Wesen gefunden, das das noch kann, nebendran stehen, der überhaupt in der Lage ist, zu beurteilen, ob das, was da jetzt gerade passiert, die Katze, die mit der Maus spielt, jetzt grausam ist, oder nicht? Ha? Nächstes Problem, was richtig und was falsch ist, ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern hängt vom kulturellen Zusammenhang ab. Frag mal einen Taliban, was richtig und was falsch ist, der wird möglicherweise eine andere Antwort geben als du. Ha? Deswegen schwierig, schwierig. Woher wissen wir denn, dass wir recht haben und der Taliban nicht? Ganz schwierige Frage. Ha? Böse, böse Philosophieprofessoren fragen einen dann manchmal so ein Zeug und dann hockt man da und ja, weil ist böse. Ja, und woher weißt du das? Ja, und dann hockst du da. Da kann man schon mal eine Zeit lang im Wald sitzen mit solchen Fragestellungen. Und an dem Punkt übergebe ich das Feld dann auch bitte gerne wieder an den Philosophieprofessor oder sonstigen Philosophen, der dazu noch gerne, also wenn wir einen Philosophen unter uns haben, es kommt, man, hin und wieder schaut mal einer rein, der dazu irgendwas Erhellendes beitragen kann. Ich würde mich sehr freuen, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja. Und wenn sonst irgendjemand zu dieser ganzen Fragestellung irgendwas Erhellendes beitragen möchte, bitte gerne. Und für alle, die jetzt nur noch verwirrt sind und kein Wort verstanden haben von dem, was ich erzählt habe, dann könnt ihr euch gerne zu meiner Frau gesellen. Das geht ihr wahrscheinlich ähnlich. Die kann das überhaupt nicht leiden, solche fruchtlosen, sinnlosen, rein philosophisch geistgeprägten, sinnlosen Gequatsche-Diskussionen. Genau. Ja. Aus ihrer Sicht. Ich persönlich finde das ja ganz lustig. Ich bedanke mich, mir fällt dazu nichts mehr ein. Bis zum nächsten Mal, dann auch garantiert wieder ohne philosophisches, also rein philosophisches Gequatsche mit sehr, sehr schwierigen, seltsamen Fragestellungen. Macht's gut!